Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und schon wieder die Karten rausfallen. Darum, ich werde jetzt, ich hoffe, ihr habt nicht gesehen, dann werden, na, weil ich habe das Gefühl, ihr habt das gesehen. So, Stapel Nummer 1, Stapel Nummer 2, meine Lieben. So, wählt bitte eure Karte und ich lege zusätzlich noch Engelbotschaften. Und dann haben wir unsere Tageskarte für heute. So, Stapel Nummer 1, meine Lieben. Der Engel der Geduld. Naja, nicht alle können protzen. Ich bin sehr geduldig, ja? Nicht alle. Oft ist, kommt natürlich darauf an, in welche Situation. Der Engel der Gesundheit. Oi, Geduld, Gesundheit. Meine Lieben, wer hat Stapel Nummer 2 gewählt? Heute wird Sprache über Gesundheit gehen. Das ist nicht einfach so, habe ich mich versprochen. Alles geschieht dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Dein Engel hilft dir, diese Zeit des Wartens mit Ruhe und Besonnenheit zu überbrücken. Das Warten ist nur ein Vorbereiten darauf, dass eine positive Veränderung eintreten wird. Lege deinen Fokus darauf und vertraue, dass dein Engel an deiner Seite ist. Und wir haben hier 4 Münzen. War das nicht gestern? Hallo? Sturheit. Ich sehe heute, kann sein Sturheit. Deine Sturheit wird heute außergewöhnlich sein. Du wirst nicht wollen, etwas bei dir verändern. Du hast diese Stabilität gespürt. Hier spielt keine Rolle, ist das im Liebesleben, ist das Komfortzone oder das ist im finanziellen Bereich, im beruflichen Bereich. So wie ich sehe nach dieser Karte, heute wirst du spüren, dass du etwas verändern möchtest. Aber das wird nicht leicht, weil Münzen, das ist Erde, das sind Disks. Und das ist immer schwer, die in Bewegung zu bringen. Darum, meine Lieben, liegt an euch Geduld. Auf jeden Fall Geduld und dann nach vorne schauen. So, Stapel Nummer 2. Der Engel der Träume. Wow, schön. An dich und deine Träume zu glauben, bedeutet eine erfüllte Zukunft zu erschaffen. Wonach sehnen sich dein Herz und deine Seele? Bitte fragt euch, meine Lieben, das immer. Wo, ich lese das nochmal. Wonach sehnen sich dein Herz und deine Seele? Beginne jetzt damit, deine Träume bewusst zu leben. Schenke deinem Engel das Vertrauen, dass er an deiner Seite ist und dich bei der Erfüllung deiner Wünsche unterstützt. Vertraue deinem Herzen und deinen Träumen. So können sie in Erfüllung gehen, auf welche Art und Weise auch immer das geschehen wird. Meine Lieben, wunderschöne hast du heute Engel auf deiner Seite. Schaut mal, meine Lieben, wir haben 10 Münzen. Eigentlich 10 Münzen, 10 Schwerter. 10 Schwerter sagt uns, rasch etwas zu Ende geht. Schaut mal, kann sein, dass jemand von euch wird heute Job verlieren, Wohnung verlieren, etwas verlieren. Lass das los und frage dein Herz und deine Seele, wonach sehnen sie sich? Was dein Wunsch ist? Nach dieser Karte, meine Lieben, diese Karte eigentlich, die ist wie die dunkelste Nacht vor dem Aufgang, Sonnenaufgang. Das heißt, kann sein, du heute erlebst ganz schwere Zeiten. Ihr müsst verstehen, dass diese Karte kann in Kleinigkeiten abspielen. Zum Beispiel, du gehst nach Hause und dann plötzlich ist Hagel. Versteht ihr? Du musst dich verstecken. Starke Regen könnte auch sein. Das ist keine gute. Ich möchte nicht jetzt irgendwie schlimme Sachen jetzt aussprechen, weil, wie sagt man, viele Menschen sind, wie soll ich sagen, im Hinterkopf wird sich das merken und das könnte passieren. Darum, meine Lieben, loslassen.
Locker. Heute ist wichtig, locker bleiben, weil, meine Lieben, dein Tiefpunkt wird, könnte schmerzhaft sein, meine Lieben. Aber bitte nicht verlieren, Wunsch nach dein Traum und was dein Herz will. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.